Kann ich so nichts mit anfangen. Kann ich so nichts mit anfangen. Kann ich so nichts mit anfangen. Nichts weiter als ein stinknormaler Container. Ein alter Anhänger, nichts Besonderes. Jede Menge stinkender Müll. Säckeweise Müll, mehr nicht. Säckeweise Müll, mehr nicht. Ein Berg voller Müll, weiter nichts. Ein großer Müllberg, der bis zum Himmel stinkt. In dem Müllberg werde ich garantiert nicht rumstochern. Da steht ein Gartentisch. Ein Doppelstockbett. Ich würde sicherheitshalber nicht oben schlafen, ehe alles einkracht. Eine Truhe. Da ist ein Schloss dran. Ein Basketball ohne Luft. Ein Basketball ohne Luft. Ein Spind. Sieht ziemlich versifft aus. Ein paar Holzbalken. Was soll damit schon sein? Das sind Holzbalken. Nichts weiter zu entdecken. Nur ein wenig Holz. Ein Schornstein, nichts weiter. Ein Schornstein, nichts weiter. Das Fass sieht leer aus. Das Fass sieht leer aus. Ein leeres Fass. In dem Brunnen ist nichts. 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 Die Kiste ist wohl leer. Diese Kiste ist leer.
Hier wird Holz gehackt. Der Hackklotz erinnert mich an körperliche Arbeit. Weg hier. Ein Hackklotz. Also ich schwing hier nicht die Axt. Eine Palette, mehr nicht. Ein alter Anhänger, nichts Besonderes. Ein alter Anhänger, nichts Besonderes. Ein leeres Fass. Das Fass sieht leer aus. Alte Holzfässer, nichts wert. Alte Holzfässer, nichts wert. Wie geht das Sprichwort noch? Der Eimer geht so lange zum Brunnen, bis er einen im Tee hat? Nee, das war irgendwie anders. Ein Stück Maschendrahtzaun. Ein Stück Maschendrahtzaun. Eine Straßenlampe. Leider gibt's keinen Strom mehr, um sie zu betreiben. Eine Straßenlampe. Leider gibt's keinen Strom mehr, um sie zu betreiben. Hey Seth, was ist das hier? Sowas wie ein Trainingsgelände? Richtig, hier kannst du unter meiner Anleitung ein Training absolvieren. Und so wie du aussiehst, hast du es bitter nötig. Also lauf zum Startpunkt nordwestlich von hier bei den Zelten. Wenn du da angekommen bist, sage ich dir schon, was zu tun ist. Nichts für ungut. Ich muss weiter. Bye. Ich würde gern noch mal dein Training absolvieren. Okay, lauf zum Startpunkt nordwestlich von hier bei den Zelten. Sobald du da angekommen bist, sage ich dir, was zu tun ist. Okay. Hey Seth, was ist das hier? Richtig, hier kannst du unter meiner Anleitung... Okay, lauf zum Startpunkt nordwestlich von hier bei den Zelten. Sobald du da angekommen bist, sage ich dir, was zu tun ist. Hey Seth, was ist das hier? Sowas wie ein Trend? Also gut. Mal sehen, ob wir aus dir eine richtige Kampfmaschine machen können. Die wichtigste Lektion zuerst. Du kannst mit Cursor links herum und Cursor rechts herum um den Charakter rotieren. Mit Schrägstrich kannst du die Kamera nach oben schwenken, mit Sternchen nach unten. Dasselbe kannst du auch mit der Maus machen, wenn du die mittlere Maustaste gedrückt hältst und die Maus bewegst. Mit den Tasten Plus und Minus zoomst du an deinen Charakter heran oder von ihm weg. Zoomen kannst du auch mit dem Scrollrad an der Maus. Du bist jetzt am Startpunkt des Parcours. Bei den Zelten etwas südlich wirst du zwei 38er Spezialpistolen und Munition finden. Du musst die Zelte genau untersuchen, um die Waffen zu entdecken. Wenn du mit dem Mauszeiger über ein Zelt fährst, erscheint ein Augensymbol. Wenn du jetzt mit der rechten Maustaste klickst, untersuchst du das Zelt und wirst die Waffen finden. Heb die Waffen auf, indem du das Kontextmenü mit der rechten Maustaste öffnest und das Nehmen-Symbol auswählst. Dann mach sie einsatzfertig. Öffne das Inventar mit einem Rechtsklick auf dein Porträt und führe einen Klick mit der linken Maustaste auf die Pistolen aus. Die Munition für die Pistolen wird automatisch geladen. Die Waffen sind dann einsatzbereit. Und jetzt beweg dich.
Ein ziemlich normales Zelt. Ein ziemlich normales Zelt.